Soweit zu den Datentypen. Jetzt können wir das, was wir bei Variablen schon gelernt haben, verallgemeinern. Eine Variablendefinition ist nämlich syntaktisch die Angabe eines Datentyps. Und wir kennen jetzt ja die Java-Datentyp. Dann folgt ein Bezeichner, der Initialisierungsoperator gleich und ein Ausdruck, der Initialisierungsausdruck. Dann eventuell durch Komma abgetrennt weitere Einführungen von Variablen, die initialisiert werden. Und dann ein Semikolon. Das heißt, wir können jetzt schreiben int Anzahl gleich 0. Das heißt, es wird eine Variable Anzahl definiert. In dieser Variablen können ganze Zahlen im entsprechenden int-Wertebereich gespeichert werden und initialisiert wird diese Variable mit 0. In dieser Anweisung wird eine Variable große Zahl eingeführt. Diese Variable ist vom Datentyp long. Und hier wird initial folgender große Wert abgespeichert. Was es mit dem L auf sich hat, dazu noch mehr beim Thema Literale. Oder hier wird eine Variable Pi eingeführt. Diese Variable erlaubt es, Datenwerte vom Typ Float, also reelle Zahlen, zu speichern in dem entsprechenden Wertebereich vom Float. Und wird initialisiert mit der Zahl 3,1415. Auch was es mit dem F auf sich hat, dazu auch später noch mehr. Oder man kann schreiben Double, noch eine gleich 4,5, noch eine gleich 2,3. Hiermit werden zwei Variablen, noch eine und noch zwei, eingeführt. Die sind vom Datentyp Double. Das heißt, hier können auch reelle Zahlen, große reelle Zahlen abgespeichert werden. Und initialisiert wird diese Variable mit 4,5 und diese Variable mit 2,3. Oder den Datentyp Character, wie kann man den benutzen? Hier werden eingeführt drei Variablen, 1, 2, 3, vom Datentyp Character. Das heißt, diese Variablen können Buchstaben speichern. Und zwar speichern sie den Buchstaben 1, den Buchstaben 2 und den Buchstaben 3. Also nicht den Wert 1, 2, 3, sondern in dem Sinne den Buchstabenwert 1, 2, 3.